Und wer meinen Vlog schon länger weiß, und wer meine Outtake. Pass auf, wir sind schon auf der Kante da. Boah, die ist so heiß, die Scheiße. Sollte ich die Hypnose gewinnen, biete ich euch eine Hypnosereise in den Pariser Katakomben. Oh, du bist sehr überbelichtet. Ja, dann drehen wir mal runter. Das muss ich. Ich hab schon wieder so einen weiten Ausschnitt hier mit dem Mikrofon. Das ist ungewohnt, sich so zu sehen. Also, so zu sehen. Ich mach das nochmal, weil ich so. Beziehungsweise. Ja, irgendwas krabbelt mir hier rum. Mhm. Halt auch nicht immer das. Also, ich würde das verstehen, was. Ja, ich hab. Ah! Da ist mit drauf. Du musst mal im Niesen. Diese beschlagenen Scheiben, ey. So, wir haben uns jetzt. So, wir haben uns entschlossen, um den. Naja, so, ich bin auch fertig. Köstlich. Du zeigst auf das Eis, aber nicht auf mich. Boah, jetzt habe ich dazwischen Quatsch nochmal. Also, oh. Geil ist das Eis alle. Servus, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder damit bei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal an Moderation während der Fahrt, denn ich bin nicht alleine unterwegs, sondern mit Luca. Ja, moin zusammen, mein Name ist Luca vom Kanal Unknown Explorer auf YouTube und auf Instagram, TikTok, überall da, wo es Social Media gibt. Hauptsächlich kennt man mich aus der Lost Place Szene und ich bin die nächsten 3 Tage mit dem guten Stefan unterwegs auf einer kleinen Lost Place Tour. 3 Tage Lost Place liegen vor uns, Wetter ist ja nicht das Beste, aber wir lassen uns vom Wetter nicht unterkriegen. Dafür haben wir super Location auf der Agenda stehen. Und bei 3 Tage Lost Place ist natürlich auch viel, was zwischen den einzelnen Locations passiert. Und daher gibt es heute mal einen kleinen Vlog, in dem ihr seht, was die nächsten Monate auf euch zukommt an Videos. Wer eine Videos schon länger verfolgt, der weiß, in manchen Locations, industriemäßig, da kann ich labern wie ein Wasserfall. Mach gerne mal den Erklärbär. Aber in normalen Wohnhäusern, die gucke ich mir wahnsinnig gerne an, sind spannend. Aber zum Videodreh fühle ich mich da manchmal so ein bisschen verloren und weiß nicht, was ich erzählen soll. Und daher freut es mich ganz besonders, Luca mal über eure Schulter gucken zu können und vielleicht den einen oder anderen Tipp mal zu erfahren. Damit auch zukünftig mal mehr Wohnhäuser auf meinen Kanal kommen. Also, ich freue mich ganz besonders, wünsche euch viel Spaß beim Vlog und ich laber schon wieder viel zu viel, aber egal. Das ist das Schöne über meinem Vlog, dass man einfach frei raus sammeln kann, was einem auf der Zunge liegt. Viel Spaß mit dem Video. Wir haben jetzt erstmal gegessen und auf den Weg zu unserer eigentlichen Location kamen wir jetzt hier gerade noch an so ein Tanzlokal vorbei. Und dann schauen wir mal, ob da was offen ist. Wobei es ehrlicherweise aktuell nicht danach aussieht. Aber ja, mal schauen, kann nicht schaden. Kellereingang ist mit Pappkartons befüllt. Aber ich glaube, die Tür wird ohnehin nicht aufgehen. Auf jeden Fall gibt es noch Einrichtungen da drin. Aber man riecht hier draußen schon den Schimmelgeruch. Tja, die Tür ist wohl schon länger nicht auf gewesen. Alles zugewachsen. Aber es existiert tatsächlich noch die alte Speisekarte. Schnitzel, 11,90 €. Also von den Speisen und Getränken klang das hier mal sehr lecker. Selbst wenn sich jetzt hier ein Eingang auftun würde, wäre das eh für heute verbrannt. Denn wir stehen hier an der Straße und es kommen sämtliche Autos vorbei. Und uns hat jetzt auch schon das ein oder andere Auto hier gesehen. Von da aus werden wir jetzt mal weiterfahren zur nächsten Location. Wir sind jetzt bei unserer eigentlichen Location angekommen. Luca wollte ich noch filmen. Bei mir gibt es die tatsächlich schon auf dem Kanal, die Location. Aber es hat sich einiges verändert. Und ob das hier noch erfolgreich heute wird, das sieht momentan nicht aus. Denn mittlerweile ist das komplette Gelände verplattet. Vorne hängt eine Kamera und ein Zaun. Und überall sind Platten angebracht. Hatte ich Ihnen so viel von dieser Location erzählt, weil das ist ein Riesenkomplex. Und jetzt kommt man hier nicht rein. Aber so ist das nur bei einem Hobby. Man weiß nie, was einen erwartet.
weiß nicht, was er treibt, aber irgendwas wird er da filmen. Ich habe eine Idee, wie wir doch noch ein bisschen Spannung da reinkriegen. Seid mal leise. Was machst du auf mein Grundstück? Spaß beiseite, hat natürlich nicht ganz geklappt. Aber ein bisschen gezuckt hast du. Ich habe gezuckt, weil ich in dem Moment wirklich nicht damit gerechnet habe. Ja, aber wie schon gesagt, reinkommen ist heute leider nicht möglich, aber macht nichts. Wir haben noch genug andere Location. Wird zwar gleich dunkel, aber dafür wird nachher dann der genaue Plan geschmiedet. Aber wie das mit den Plänen nun mal so ist, meistens kommt es anders und zweitens als du denkst. Denn ein ursprünglich von mir schon wieder verworfenen Plan, mich für eine Wildcard für ein Videoprojekt von Leon TV zu bewerben, wurde durch Luca reaktiviert. Er motivierte mich, dies doch zu tun. Und mit der passigen Idee begannen wir noch am gleichen Abend mit dem Bewerbungsvideo. Und somit war die Abendplanung klar. Wie ihr seht, ist es mittlerweile dunkel geworden. Aber wir haben noch eine ganz spezielle Mission, die nicht direkt zum Lost Place Tour gehört, trotzdem auf meinem Kanal ja schon zu sehen war. Nämlich hat der Leon von Leon TV aufgerufen für eine Bewerbung um eine Wildcard 48 Stunden in den Katakomben von Paris. Das ist ein Projekt, wo ich mega Lust drauf habe. Dafür wollen wir jetzt noch im Rahmen dieser Tour auch ein kleines Bewerbungsvideo drehen. Und somit machten wir uns auf den Weg. Bewaffnet mit Schlauchboot und Fackeln ging es in den Untergrund von Höxter, in einen Regenwasserkanal. Das Zuhause von Ratten und Bibern. Jedoch lief nicht alles so planmäßig, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ein bisschen schwer. Die einzige Chance, doch noch mit einem Schlauchboot fahren zu können, war tiefer ins System zu klettern, weil hier weitere Bäche hinzugespeist werden, sodass nun genug Wasser für unser Vorhaben zur Verfügung stand. Und die Mühen wurden belohnt, denn die Abenteuerfahrt konnte beginnen. Nein, ich schaffe die Hose ab! Tschüss! Und neben jede Menge Spaß konnten wir noch einige gute Filmszenen sichern. Ja, sieht geil aus! Jawohl! Alter, war das geil! Ja, wir haben uns jetzt hier noch so ein schönes Feierabendeis von goldenen M gegönnt. Mmh, köstlich. Bewerbungsvideo ist im Kasten. Habt ihr ja wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt gesehen. War gar nicht so leicht wie gedacht mit Fackel und Schlauchboot und Wasser und alle Elemente zusammen da unten, ohne dass das Schlauchboot abbrennt. Aber bis auf ein bisschen nasse Füße hat das dann ja doch noch geklappt. Ja, für uns geht's jetzt nach Hause, ein bisschen Daten sichern und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische wieder. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt ist 9 Uhr durch, das heißt Weckzeit. Guten Morgen. Na, da wird wohl noch tief und fest geschlafen. Tatsächlich haben wir heute ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter, wie es scheint. Hoffen wir mal, dass es auch über den Tag so bleibt. Akkus sind wieder befüllt, das heißt, es kann dann gleich losgehen. Das heißt, vorher gibt es natürlich erstmal ein Cappuccino. Eigentlich geht ja die Lost Place Tour heute auch erst richtig los. Gestern war ja so ein bisschen Location scouten und dann haben wir noch was gegessen. So, Luca ist auch wach. Ja, ich bin unter den Lebenden, wie man sehen kann. Aber bevor wir starten, gönnen wir uns erstmal einen schönen Cappuccino und machen dann gleich erstmal noch ein bisschen die Tourplanung. Das war eigentlich gestern Abend schon geplant, aber es war auch wieder so spät, als wir da waren. War eine kurze Nacht. Ich glaube, wie spät war es? 3 Uhr oder so, als ja, ich im Bett war? Ja, ich glaube, wir waren im Bett dann. Ja, wir hatten ja noch gestern spontan das Bewerbungsvideo gedreht und dann noch Filmmaterial ein bisschen gesichtet bei einem kalten Fruchtgetränk. Ja, dann war es auch wieder 3 Uhr. Von daher machen wir jetzt gleich noch die Planung ein bisschen. Also die grobe Planung haben wir ja, aber noch mal ein paar Details, wie wir wann wo was anfahren. Und wie hast du geschlafen in deinem tiefsten Lipperland? Weißt du, was wirklich komisch ist? Wir haben doch gestern über Hypnose gesprochen, ne? Ja. Und ich habe geträumt, das ist echt ohne Scheiß. Ich bin hier runtergerutscht, weil du mich heute Morgen geweckt, also im Traum, geweckt hast. Und du hast mich sofort gesagt, dass ich wieder weiter schlafen soll. Dann habe ich weiter geschlafen. Keine Ahnung, wie das zustande kam, weil wir wahrscheinlich über Hypnose gesprochen haben in dem Moment, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sehe, die Uhr hast du ruhig gelegt. Ist immer wieder interessant, also die Uhr, die tickt extrem laut. Und alle Leute, die hier übernachten,
die haben ein Problem mit dieser Uhr. Und wo ich die schon morgens überall gefunden habe, im Badezimmer, in der Badewanne, im Flur, im Treppenhaus oder einfach so hier ohne Batterie liegend. Selbst wenn ich hier Nachvertonung von Videos mache, dann muss die aus, weil selbst das Ticken kann ich nachher auf der Tonspur hören. Du sagtest ja gestern auch, das stört dich nicht. Aber ich sehe, vielleicht hast du deine Meinung geändert. Ich habe auf jeden Fall meine Meinung geändert. Das Ding hat mich so ab... Das musst du piepen. Das war so ein Scheiß. Das war, wenn das wirklich leise ist und wir haben ja gestern uns noch unterhalten hier, dann geht das ja, dann hörst du das gar nicht so, ne? Aber das war echt eine Katastrophe. Tick, 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 tick. Da habe ich mich umgedreht, habe gedacht, machst du Kopfhörer rein, habe gedacht, ach scheiß drauf, keinen Bock dazu. Ja. Lange Rede, gar keinen Sinn, die Uhr muss ab. Ganz einfach. Oder du kannst sie jetzt wieder anmachen, wenn wir weg sind, dann kann sie wieder ein bisschen ticken, aber... Nee, die hat die nächsten 3 Tage einfach Urlaub. Die brauchen wir eh nicht. Wir sind ja die meiste Zeit unterwegs. Und unterwegs ist auch das Stichwort. Ich würde sagen, wir haben schönes Wetter. Auf geht's, lasst uns starten. Wir sind jetzt bei der ersten Location angekommen. Das besagte Haus mit den gewissen Etwas. Ich rede heute ein bisschen um den heißen Brei herum, weil... Oh, was ist hier? Da geht's wohl nicht weiter. Mann, hier noch nicht da. Ah ja, da müssen wir wohl hier drehen. Ja, ich rede heute ein bisschen um den heißen Brei herum. Weil ihr seht die Location bei mir in den nächsten Vlog, der online geht. Und bei dem Video, das ist nicht werbefreundlich, aber ich wollte auch nicht alles ändern. Also ich habe natürlich die Bilder verpixelt, sonst hätte es gar keine Möglichkeit gegeben, das Ding zu veröffentlichen. Aber es wurden da gewisse Wörter im Mund genommen, die das Video werbeungeeignet gemacht haben. Und deswegen werde ich heute so ein bisschen immer um den heißen Brei herumreden, aber ihr werdet erfahren, worum es geht. Na, kämpft das Auto? Ja, ja, wir müssen jetzt hier einen Parkplatz finden. Andersrum, da kann ja eh keiner weiter, ne? Nee. Wir können ja hier auch noch rückwärts reinfahren. Oh, da. Das läuft von jemand, hast du es gerade gesehen? Ja. Es geht hier nichts. Glatt. Das machen wir anders. Warte mal. Ah, hier ist wieder kein Weiterkommen. Manchmal vermisse ich doch den Allrad hier bei dem Auto. Also schnell noch eine gute Tat und den Wanderweg von Sturmschaden und herumliegenden Ästen befreit, sodass wir nun in sicheren Abstand zur Location parken konnten. Bringt. Aber es war mit, ich bin auch gerade dabei, eine Instagram-Story hier zu machen, es war mit eine der speziellsten Locations, die ich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren erkundet und abgelichtet habe. So, wir haben jetzt eine Grillhütte angefahren für unsere Mittagspause. Luca ist da vorne gerade ein bisschen live bei Insta. Aber wir gucken jetzt erstmal, was unsere Fressalienkiste so hergibt. Ein Kronbacher Spezi. Soll keine Werbung sein. Habe ich noch nie getrunken, aber viel Gutes von gehört. Ravioli. Oder Hühnernudeltopf. Aber ich glaube, wir machen Ravioli pikant. Wird es heute, denke ich, eher geben. Auch wenn es einfache Dosen Ravioli sind, können diese wie ein Festmahl nach getaner Arbeit schmecken. Vor allem, wenn es die erste richtige Mahlzeit am Tag ist. Aber ohnehin schmeckt draußen an der frischen Luft doch alles gleich sowieso viel besser. Es ist angerichtet. Ging doch schneller als gedacht auf den Spirituskocher. Und so. Ja, jetzt essen wir erstmal und dann geht's auf zur nächsten Location. Location hatte ich ja schon mal gefilmt, aber ich habe mich jetzt entschieden, hier doch nochmal mit reinzugehen. Denn, wie ich heute Morgen ja schon gelernt habe, man findet immer wieder neue Details. So wie hier zum Beispiel die Fässer halb zugewachsen, die ich letztes Mal gar nicht gesehen habe. Aber apropos gesehen, bevor wir jetzt gesehen werden, gehen wir erstmal schnell ins Haus. Ja, hier hat sich auf jeden Fall was geändert, weil das hier war letztes Mal nicht. Und das Ding ist auf jeden Fall neu. Ich traue da nicht, ob da jetzt wirklich mittlerweile eine Kamera ist. Ach, da stand ja ein Schild, obwohl. Ganz ehrlich, hier wird kein Licht sein. Nee, da oben ist was mit der Antenne, ist nie angeschlossen. Aber hier, das Schild ist neu. Warte kurz. Also hier vorne ist... Das hier ist auch neu. Diese Dingers waren definitiv nicht da, diese Kardinen. Ich glaube, das passt, wie ich es in dem Vlog vor ein paar Wochen, den ich hier aufgenommen habe, gesagt habe. Vielleicht war die
Location einfach nur noch im Winterschlaf. Ja. Aber so nah nebeneinander, man könnte meinen, das gehört dazu. Ja, auch hier, weißt du noch, hier, da stand ich doch und hab zu Jonas, mit Jonas gefunkt, da ist der Pool hinter. Das war doch hier, diese Absperrung war gar nicht da. War das bei dir schon? Das riecht ja wie frisch hingestellt. Nee, der Alkoholgeruch war nicht da. Auch das war, glaube ich, nicht da. Hier diese Flughafenbänke, kann ich mich nicht daran erinnern. Also ich habe gerade schon zu Stefan gesagt, das scheint wohl irgendwie relativ frisch zu sein, denn der Alkoholgeruch, der ist so immens, den, ja, an den kann Stefan sich nicht mehr erinnern. Also das Ding wurde hier echt aktiviert. Ja, aktiviert, aber das, illegal aktiviert, glaube ich. Ja, das war, wo ich hier war. Dieser Zigarettengeruch, dieser Alkoholgeruch, der war nicht da. Und ich hatte schon so den Verdacht, dass das hier vielleicht nachgenutzt wird von Jugend. Habe ich ja geäußert. Ihr hört das dann im Vlog von nächsten Monat, der vor diesem hier aufgenommen wurde. Also umgekehrte Reihenfolge. Also wenn du sagst, das war noch nicht, dann würde Nein, hier ist auf jeden Fall Bewegung in dem Bereich. Und diese Kamera ist wahrscheinlich Abschreckung, oder? Gehe ich mal stark von. Ich habe noch keine richtige Kamera gefunden, die funktionieren soll. Hier hängt zwar das Schild, das hing auch schon, bitte lächeln, Sie werden gefilmt. Das hing letztes Mal auch schon, aber ich habe nichts gefunden, was hier filmt. Ach, glaube ich auch nicht. Warte mal, die Toiletten, die waren doch vollgerümpelt. Wie sehen die denn jetzt aus? Immer noch vollgerümpelt. Da geht man hier wahrscheinlich im Busch nach wie vor. Wenn sich hier schon so viel geändert hat, was hat sich da im Haus getan? Da bin ich jetzt mal mega gespannt drauf. Da sich im Haus aber offensichtlich nichts groß verändert hatte und ohnehin alles zerschlagen ist, entschloss ich mich dazu, dieses nicht erneut zu verfilmen. Und wir fuhren zur nächsten Location. Ja, bei der nächsten Location angekommen, kommt auch ein starkes Regenschauer mit uns an. Die Location liegt quasi in den Wald hier vor uns. Aber Luke hat gerade schon im Vorbeifahren erkannt, dass er hier schon mal war. Wenn der Regen gleich vorbei ist, werden wir trotzdem mal von außen wahrscheinlich schnell gucken, aber... Viel zu erwarten gibt es da wohl nicht mehr. Ja, und die Zeit überbrücken wir jetzt erstmal mit einer Knoppers- und einer Brownie-Pause. Du musst mich hier... Alter, also... Wie lange warst du auf Brownie-Entzug? Weißt du, Brownie-Entzug, weißt du, wie das eben aussah, wie der Giermann. Kennst du Max Giermann? Jetzt hältst du mal die Schnauze, du! Kennst du das? Oh, geil, Brownie-Entzug. Ich glaube, seit 30 Jahren keine... Oh, das ist so schwierig. Wir brauchen, glaube ich, Löffel. Das gibt sonst echt eine Sauerei im Auto. Das ist in dem Auto ja nicht so schlimm. So, den Starkregen haben wir abgewartet. Ein bisschen ist es noch am Regnen. Aber da gehen wir jetzt einfach schnell durch, bis wir in die Location drin sind. Und gucken uns das mal an, was es da drin gibt. Man könnte denken, das ist hier irgendwie so eine kleine Stadt. Aber es sind tatsächlich nur zwei Häuser, die jetzt bei dem Regen einfach total traurig aussehen. Siehst du das, Stefan? Ja. Also hier bei Dunkelheit reinzugehen, lebensgefährlich, genau. Mach mal Licht. Das geht gar nicht, da fällst du direkt im Keller durch. Da ist ja noch eine relativ frische USB-Platte, aber das ist hier definitiv zu gefährlich. Ich glaube, das hat sich mit dieser Location soeben erledigt. Wir machen Rückzug ins Auto. Alter, was ein Wetter. Das hier hat keinen Wert. Der Regen wird wieder stärker. Und ja, zügig zurück. Oh, ich will nicht nass werden. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir sind jetzt bei einer Location, die unter den Zwergenhaus bekannt ist. Luca war vor, wie lange ist es her? Oh, 10 Monate ist es her. Vor circa 10 Monaten schon mal hier. Und da war das Ding noch komplett unberührt. Mittlerweile ist es ja leider bekannt geworden. Und soll nicht mehr ganz so schön sein, aber wir gucken trotzdem mal. Er wollte den Reset aufnehmen und ich bin das erste Mal hier heute und bin gespannt, was uns da drin erwartet. Also das ist wirklich im Wald in einer wunderschönen Lage schon und sieht selbst von außen schon richtig idyllisch aus. Und wo der Name herkommt, Haus der Zwerge, wird bereits am Anfang klar. Ausgestopfte Tiere. Aber irgendwie passen diese ausgestopften Tiere hier zu dem Haus. Aber es gibt nicht nur Zwerge hier, sondern auch gefährlich guckende Puppen. Und hier gibt es sogar noch einen Schrank, der von Randalismus verschont wurde. Und wo die Gläser noch so stehen, wie das Haus damals verlassen wurde. Aber Diskele
durcheinander war früher wahrscheinlich nicht, ne? Also das, was hier ist, war damals, beziehungsweise vor 10 Monaten noch nicht. Das ist echt erschreckend, wie sich das verändert hat. Das war alles bei mir noch komplett eingerichtet. Und hier der Beweis, dass diese Tür, welches ja die Haustür ist, scheinbar jahrelang nicht mal geöffnet worden ist. Also es ist natürlich auch wieder erschreckend zu beobachten, wie sich so eine Location verändert. Wobei ich das erste Mal hier bin, aber ich kenne das Video von Luca, ja. Das verlinke ich euch mal hier und runter. Dann könnt ihr mal euch angucken, wie es hier vor circa ein Jahr aussah. Ja, und selbst allein von außen hat das wirklich was mit der Optik hier. Dieses Hirschgeweih oben am Giebel. Schade, wäre diese Zeitkapsel noch einige Jahre länger geheim geblieben. Meinst du, wie das ausgesehen hätte hier in 10, 20 Jahren? Es fängt wieder mehr an zu regnen und an dieser Stelle würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Das war das Haus der Zwerge. Leider, wenn er es vergleicht in Luca sein Video und in diesen kurzen Einblicken, nicht mehr so, wie es noch war. Ja, und wie ihr seht, ist es mittlerweile auch draußen noch ziemlich dunkel. Wir müssen jetzt gucken, wie unser Plan weitergeht. Aber da ich mit Luca jetzt ja auch unterwegs bin, übernehme ich auch seinen Spruch, Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden. Von daher lassen wir uns mal überraschen, was der Abend jetzt noch so bringt. Ja, und wenn ich jetzt auch schon wieder von der Uhrzeit her gut morgen sagen könnte, denn wir haben jetzt mittlerweile 20 nach 3, gehört es für uns noch immer zum Tag von gestern. Ich habe es total vergessen, für diesen Vlog weiter was aufzunehmen, aber wir waren bis jetzt damit beschäftigt, mein Bewerbungsvideo zu schneiden, beziehungsweise Luca hat es zum größten Teil geschnitten. Ich bin nicht mehr der Nachtmensch, ich bin morgens früh wach, ihr hört es, der Dampf ist raus. Luca sagt, er könnte jetzt noch ein ganzes Video schneiden. Ja, im Prinzip würde das rein theoretisch noch gehen, aber irgendwann lässt halt auch die Konzentration bzw. die Kreativität nach. Und da merkt man wieder, jeder, der es gewohnt ist, ich bin dafür morgen früh der wahrscheinlich gut gelaunte, wo Luca noch gerne eine Stunde länger bräuchte. Ich bin halt kein Frühaufsteher, ne? Ja, und bei mir ist es jetzt in den Abendstunden, ich merke, nach 3 Uhr, Dampf ist raus. Und ja, bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe. Sehr, sehr gerne. Du weißt, ich bin hilfsbereit und du hilfst mir auch irgendwo mal an anderer Stelle, von daher. Denn ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen, denn morgen steht nochmal ein anstrengender Tag bevor mit auch wieder mega geilen Location. Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt ist wieder Weckzeit. Aufstehen. Ein kleines bisschen tut der Junge mir ja leid, dass ich ihn jetzt wecken muss. Denn wir haben letzte Nacht noch bis 3 Uhr Video geschnitten. Und anschließend haben wir uns noch mit einem Bananen-Weizen-Fruchtgetränk belohnt. Dann um 5 Uhr im Bett. Also ich kann es mehr wie verstehen, wenn man jetzt noch liegen bleiben wollte. Aber wir haben noch ein paar spannende Programmpunkte heute auf der Agenda stehen. Und daher müssen wir jetzt schon wieder im neuen Tag starten. Von daher aufstehen! Also nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck vermittelt wird, dass man bei mir nicht ausschlafen kann oder so. Aber ich hatte die Erlaubnis, um 10 Uhr zu wecken. Habe jetzt noch eine Gnadenfrist bis 10:30 gegeben. Und ich würde sagen, ich mache uns jetzt erstmal ein Cappuccino. Einverstanden? Mhm. Also so sieht das bei mir ja schon aus, wenn ich meine Sachen lade. Aber wenn 2 Leute losgehen auf Tour, dann sieht das gleich so aus. Während gestern die Location so ziemlich alle in Umkreis lagen, nahmen wir heute ein paar Kilometer mehr in Kauf, die sich aber noch mehr als lohnen sollten. Halbzeit der Strecke, die wir heute zu fahren haben. Ich bin gar nicht dazu gekommen, jetzt mal zwischendurch was zu erzählen, weil ich hatte die Kamera hinten drin liegen und wir wollten jetzt nicht separat anhalten. Aber Luca ist gerade sowieso in eine Tankstelle rein, ein bisschen was zu snacken holen. Und daher nutze ich jetzt die Pause, euch wieder dabei zu holen. Ihr seht, overall ist schon an, daher kann es an der Location dann gleich losgehen. Allerdings soll es wohl ein bisschen tricky sein, da unbemerkt reinzukommen. Ich bin gespannt, was das gibt. Drin. Das war schon eine Aktion für sich. Boah. Ja, war das nächste Haus auch, hast du gesehen? Ich stand erst, dachte ich, oh, der cool, hat es geklappt von der Seite und dann kommt da von der ein.
Die folgende noch unberührte Location wird sowohl bei Luca als auch auf meinem Kanal ein eigenes vollwertiges Video, sodass ich in diesem Vlog noch gar nicht allzu viel zeigen möchte, außer dass man meinen könnte, dass dieses Haus erst heute Morgen verlassen sein könnte. Denn außer ein paar feuchte Stellen, etwas Schimmel und einige Spinnenweben waren die Betten wie frisch bezogen und der Kühlschrank befüllt und das Wohnzimmer eingerichtet. So, ich melde mich zeitlang auch mal wieder. Irgendwie dieser Vlog, den schneide ich gerne, aber ans Filmen, da muss ich mich erst gewöhnen. Doch was ist passiert? Wahrscheinlich habt ihr das bei Luca schon gehört. Um Drohnenaufnahmen von der Location zu machen, wo wir gerade waren, brauchten wir noch eine Fernbedienung, die bei mir zu Hause lag. Also sind wir eine Stunde zurückgefahren, haben die Fernbedienung geschnappt und fahren jetzt wieder eine Stunde zu der Location hin. Aber das Ganze war nicht ganz umsonst, denn dadurch, dass wir jetzt da nochmal hinfahren, haben wir uns überlegt, werden wir auch nicht bei mir übernachten, sondern einen Overnight machen. Sind vollgegessen, dann morgen relativ früh in der Gegend und können dafür noch morgen eine Perle von Lost Place abfilmen. So, wie eben ja schon gesagt, waren wir zwischendurch bei mir, haben die Fernbedienung von der Drohne geholt. Aber als wir hier bei der Location wieder ankamen, war hier so ein Regen, dass Drohnefliegen nicht möglich war. Jetzt haben wir hier fast anderthalb Stunden gewartet, weil laut Wetterradar sollte es da weniger werden. Ist es auch, war grenzwertig, hat aber geklappt. Und ja, es war ein Wettlauf mit der Zeit, weil es wird jetzt wieder dunkel und gleich werden wir so langsam weiterfahren und uns einen Overnight-Spot suchen. Und der wird so gewählt, dass er schon ziemlich nah an der Location für morgen ist. Ja, ich würde sagen, wir scouten als nächstes unseren Overnight-Spot, oder? Ja, vielleicht nochmal irgendwo was Kleines essen oder so. Weiß ja, nicht. Was essen, dann Overnight-Spot scouten. So, wir haben uns jetzt entschlossen, die Abendplanung noch mal ein bisschen umzuschmeißen, denn auf dem Weg kamen wir bei einem goldenen M vorbei. Das ist der Anlass, um uns eine kleine Stärkung zu holen. Und ja, danach steht noch ein bisschen Scouting auf dem Programm. Bis später. In Dunkelheit bei Nacht schauten wir uns noch einige Grundstücke von außen an, entschlossen uns aber dagegen, diese zu betreten. So, Weizenfruchtsaftgetränke haben geschmeckt, von daher Details morgen. Wir stehen hier irgendwo in einem Wohngebiet, ziemlich nah von unserer morgigen Location. Von daher, morgen geht's weiter. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt kam gerade das Zeichen leider schon wieder zum Aufstehen. Was heißt leider, war eine sehr kurze Nacht, aber dafür stehen wir unmittelbar in der Nähe von der Location und haben keine irre lange Wegstrecke mehr. Und wir können direkt nach dem Kaffee in den Tag starten. Bis gleich. Der heutige Lost Place war so einzigartig, dass wir genügend Zeit einplanten, diesen zu verfilmen. Er sollte zwar das einzige Ziel für heute bleiben, dennoch gab es hier so viele Details wie manchmal nicht an 10 Orten gleichzeitig. Voll eingerichtet zeigt er den Glanz und Reichtum, der hier vor einst langer Zeit geherrscht haben muss. Nun regiert hier natürlicher Verfall und Schimmel. Um diese Zeitkapsel möglichst lange zu erhalten und aus Sicherheitsgründen entschlossen wir uns dagegen, diesen Ort zum jetzigen Zeitpunkt zu veröffentlichen. Abenteuer beginnt da, wo Pläne enden. Passt, glaube ich, ganz gut von Luca, der Spruch. Es klingt ja schon fast unglaubwürdig, aber es gibt schon wieder eine Planänderung. Denn wir haben festgestellt, dass das eigentlich gar nicht viel Sinn macht, jetzt sich abzuhetzen und zum Bahnhof zu fahren. Denn es ist für mich nur ein minimaler Umweg, wenn ich einfach Luca direkt nach Hause fahre. Und von daher ja, geht es jetzt ganz entspannt noch was essen. Und dann braucht er keinen Zug mehr fahren und wir auch uns nicht so abhetzen. Jetzt gibt es aber doch noch erstmal eine kleine Zwischenmahlzeit. Die erste Mahlzeit seit gestern Abend 23.30 Uhr und wir haben jetzt 15.37 Uhr. Wenn ich das jeden Tag so machen würde, das wäre eine Diät. Aber sicherlich auch nicht gesund. Aber jetzt lassen wir uns das mal doppelt gut schmecken und damit sind wir dann auch gestärkt für die restliche Strecke. So, an dieser Stelle, wir sind jetzt hier bei Luca zu Hause angekommen und das ist der Punkt, wo ich auch den Vlog beenden möchte. Es war eine mega geile Tour,
Einfach Hammer Location und vor allen Dingen komplett anders, wie wir sie vorher geplant hatten. Wir hatten zwar im Vorfeld uns gesagt, dann machen wir dies, dann das. Und ein bisschen Abweichung hat man ja immer mal, dass man planen zu grob. Aber eine so dermaßige Umplanung, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Also mir ist auf jeden Fall auch mega, mega Spaß gemacht. Ich bin tierisch müde und tierisch durch mittlerweile. Ich glaube, so teilweise Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, keine Ahnung. Ich gebe das Wort mal wieder weiter an Stefan. Ich glaube, es gibt gar nicht ganz so viel zu sagen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, eurer Hypno-Hilke. Und wer meinen Vlog schon länger weiß, Pass auf, ist schon auf der Kante da. Boah, die ist so heiß, die Scheiße. Sollte ich die Hypnose gewinnen, biete ich euch eine Hypnosereise in den Pariser Katakomben. Du bist sehr überbelichtet. Ja, dann drehen wir mal runter. Das ist süß. Ich hab schon wieder so einen weiten Ausschnitt hier mit dem Mikrofon. Das ist ungewohnt, sich so zu sehen. Also so zu sehen. Ich mach das nochmal, weil ich so. Beziehungsweise. Ja, irgendwas krabbelt mir hier rum. Mhm. Halt auch nicht immer das. Also, ich würde das verstehen, was. Ja, ich hab. Ah! Da ist mit drauf. Du musst mal im Niesen. Diese beschlagenen Scheiben. Ey. So, wir haben uns jetzt. So, wir haben uns entschlossen, in den. Naja, so, ich bin auch fertig. Mmh. Köstlich. Du zeigst auf das Eis, aber nicht auf mich. Boah, jetzt habe ich dazwischen Quatsch nochmal. Achso, oh. Geil ist das Eis alle. Das kann ich in die Audix reinschmeißen, ey.